Es könnte sein, dass diese Sendung nicht für Vegetarier ist, denn mein Gast kommt aus der alten Hackerei, hat diesen Kultmusikclub auf dem Kreativpark Alter Schlachthof und trotzdem macht es unglaublich viel Spaß, heute ihn bei mir zu haben. Bei mir ist Christian Bunschow alias Blüschi. Jetzt. Die neue Welle. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle, heute mit Christian Bunschow. Da kennt ihn natürlich niemand, er heißt Plüschi und ist ja eine Ikone in der Karlsruher Musikszene. Schön, dass es geklappt hat. Hallo, grüß dich. Vielen Dank, Martin, für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Ja, super, dass es geklappt hat. Und den Laden von Plüschi erkennt man gleich, wenn man aufs Video schaut. Da steht auf dem Pulli und auf der Mütze Alte Hackerei. Du stehst wirklich mit allem zu diesem Laden und hast doch ein tolles Marketing-Konzept. Wurdest du eigentlich vom Punkmusiker zum Marketingprofi? Nö, das kam ja bei. Das kam miteinander. So miteinander, genau. Also es ist eben wie Corporate Identity. So, ich identifiziere mich mit meinem Laden, mit den Leuten, die da arbeiten, mit denen ich das zusammen mache seit vielen Jahren, Tinka, Katrin, die anderen, die da arbeiten und natürlich mit meinem Publikum und das ist ein toller Laden und das macht Spaß. Und du hast den Laden, wie soll man sagen, aus allen Blickwinkeln gut gestaltet. Es gibt ein Video, findet man, wenn man Alte Hackerei eingibt, in Google auch ganz gut, wo du alle Rollen spielst. Du bist dein Gast, du bist dein DJ, du bist der Barkeeper. Hast du so auch den Laden optimal für dich gestaltet, weil du das alles kennst? Du standest schon oder stehst auf Bühnen, du hast Tontechnik professionell gemacht, du bist auch gerne in Clubs. Ist das so dein idealer Club? Also wenn man 15 Jahre was macht und es liebt, dann kennt man eigentlich jeden Winkel und alles im Laden und jeden Gast und viele Verhaltensweisen und man hat ja viel beobachtet, auch Zeit zum Beobachten, wenn man da arbeitet und insofern ist es für mich der optimale Laden in Größe und Gestaltung. Also ist natürlich auch klar. Ich habe mir das so habe ich mir das vorgestellt. Dadurch, dass ich viel auf Tour war, unterwegs war, wie könnte man einen optimalen kleinen Club machen, der schön ist und wo die Infrastruktur stimmt und dass der Sound gut ist. Das war ganz wichtig und dass es, wenn als Künstler gut ist, wenn du reinkommst, für die Musiker, Backstage-Raum passt im Verhältnis zur Bühne und so. Und so kam die Alte Hackerei zustande am idealen Ort, Kreativpark Alter Schlachthof, über die Musikszene in Karlsruhe. Und vieles andere reden wir heute in der Sendung. Gleich lernen wir Plüschi besser kennen, bei den 10 Fragen in 60 Sekunden dranbleiben. Es ist Sonntag, prominente Gäste, er ist eine Prominenz in Karlsruhe, er ist Plüschi, Christian Bunschow von der Alten Hackerei. Plüschi, ich stelle dir ganz kurze Fragen, bitte eine kurze Antwort. Dein Sternzeichen? Waage. Verliebt, verlobt oder gar verheiratet? Verliebt. Deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Ist schwarz eine Farbe, aber wir lassen es gelten. Ist Zeit für ein Haustier? Nein. Hättest du gern eins? Ja. Ein Hund? Oder? Ja, Hund fände ich schon cool. Ja. Also. Ja, Hund wäre cool. Wir haben hier einen Studiohund, aber der ist zu klein für die Alte Hackerei. Ein Dackel fände ich schon cool. Ein Dackel? Ja, ein Dackel oder auch ein Basset. Ich finde auch ein Basset cool. Also ein Dackel in der Alten Hackerei. Ich freue mich drauf. Welches Poster hing bei dir im Jugendzimmer? Tonsteine, Scherben. Das finde ich sehr gut. Gab es ein erstes Vorbild? Also, Rolling Stones, Charlie Watts, Mick Jagger, keine Ahnung, mit 12. Ja. Später Sid Vicious, Sex Pistols. Ja, bei Rolling Stones gar nicht, finde ich sehr gut. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Hast du Zeit dafür überhaupt? Also zum allerletzt habe ich das Ox-Fanzine gelesen, beim Punkrock-Fanzine. Und davor würde ich jetzt sagen, habe ich Das Kartell von Winslow gelesen. Das ist nie falsch, genau. Dein Lieblingsurlaubsziel, wenn du mal wegfahren kannst? Hauptsächlich Südeuropa. Mhm. Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Wie bist du unterwegs? Hausmannskost auf gehobenem Level und am liebsten selber gekocht.
Und sag mal ein Gericht, dass ich Hunger kriege, so um die Uhrzeit. Selbstgemachtes Cordon Bleu ist gerade mein absoluter Favorite. Ah, wenn man so reinschneidet. Aber mit, also mit so Bergkäse und speziellem Schinken und Käse so rausläuft. Oder? Ja, genau. Mach mal kurz eine Pause, ich kriege Hunger gleich mehr. Die Martin Wacker Show am Sonntag. Blüschi ist zu Gast, alias Christian Buntschuh von der Alten Hackerei. Die Alte Hackerei, erklären wir ganz kurz, ist natürlich eine Kneipe, ist vor allem aber auch ein Kultclub, ein Musikclub und eine Institution. Und Alte Hackerei fällt einem natürlich sofort ein, wenn man an den alten Schlachthof denkt. Beschreib uns ein bisschen deinen Weg auf den alten Schlachthof. Wie bist du dazugekommen? Also, es gab vorher die alte Schlachthofkneipe. Die haben Freunde von mir betrieben, anderthalb Jahre, und haben einen Club reingemacht. Und da habe ich die Tontechnik betreut zu der Zeit, über die anderthalb Jahre. Das war 2003 bis 2005, genau. Und da sind wir schon in die alte Hackerei gegangen bei den Renovierungsarbeiten. Das war damals so das Bistro für die Kopfschlechter auf dem Schlachthof. Und das Gebäude, in diesem Gebäude war wirklich, bevor die Kreativen einzogen, wirklich die Hackerei. Das waren früher Kühlhäuser eigentlich. Mhm. Das waren ja alte Kühlhäuser mit diesen Sandsteinwänden, die fast einen Meter dick sind, die Wände, weil das Klima ist ja bei euch im Büro auch Winter wie Sommer ähnlich ungefähr. Und da haben sie halt schon ihre Koteletts gehackt oder sonst was gemacht. Ne? Genau. Und dann war aber die alte Hackerei war halt so ein Bistro, wo diese Schnitzel gebraten haben. Das hat der Paul Freund, der Wurstfreund hieß er, der hat es irgendwann mal aufgemacht auf dem Schlachthof und dann gingen dann die Kopfschlechter darüber und haben ihre Schnitzelchen gegessen. Und wir kannten das, die Kneipe von da. Und als dann diese Umgestaltung war zu dem Kreativpark, dann kamen wir ins Gespräch über einen anderen Freund, der dann diese Schlachthofkneipe übernommen hatte, der Dirk. Über den kamen wir ins Gespräch mit der Fächer GmbH. Und wir haben dann so zwei Konzerte veranstaltet. Ein Konzert in dem Schweinestall auf dem Gelände. Da waren die Schweine, wurden mittwochs geschlachtet. Wir haben donnerstags den Schlüssel bekommen, haben freitags da drin ein Konzert gemacht in dem Schweinestall und am Samstag mussten wir den wieder übergeben, gesäubert, und dann kamen wieder die nächsten Schweine rein und wir haben da vier Bands reingestellt, Karlsruher Bands, in diese Gatter, und es war sehr abgefahren. Also ging's im Betrieb und dann ging es aber irgendwann weiter, ein paar Takte Musik und dann hören wir, wie es dann weiterging, wie aus dem Schweinestall ein Musikclub wurde, gleich mehr dazu. Plüschi ist zu Gast aus der alten Hackerei, der Martin Wacker Show. Wir waren bei den Konzerten im Schweinestall, aber vom Schweinestall zum Musikclub ist noch ein kleiner Schritt. Genau, über diese Geschichten, also über dieses Konzertenmachen da an ungewöhnlichen Plätzen auf dem Schlachthof, kam ich ins Gespräch mit der Fächer GmbH, der Verwaltungs GmbH, und dann haben wir mal nachgefragt, ob es nicht, wir wussten, dass den Mietern aus der Hackerei gekündigt wurde, aus dem Bistro, weil die nicht in dieses Konzept reinpassten. Und ich habe dann halt mal nachgefragt, was denn damit passiert und ob man das nicht mal nutzen könnte für Konzerte oder ausprobieren könnte. Ja, und so kam man dann da ins Gespräch und wir haben dann Verhandlungen geführt und haben das dann irgendwann auch bekommen zum Ausprobieren, quasi immer mit so Halbjahresverträgen. Und dann haben wir da renoviert, so zwei, drei Monate renoviert und haben dann eine Bühne reingestellt und dann haben wir angefangen, da Betrieb zu machen. Das war sehr klein auch und die Klos waren hinter der Bühne, man musste um die Bühne rumgehen oder über die Bühne rüber zwischen den Bands und so. Und und dann hat sich das halt nach und nach etabliert und nach fünf Jahren kam die erste große Renovierung für den vorderen Raum. Und neue Toilettenanlagen und so. Und dann kamen weitere zweieinhalb Jahre später kam der zweite Gastraum dazu und der Biergarten wurde dann erschlossen. Also insgesamt wurde es dann relativ groß. Aus der kleinen Idee inzwischen eine ganz etablierte Geschichte, ein toller Musikclub. Hand aufs Herz, Plüschi, hast du Kundinnen und Kunden, die sagen, ich bin Veganerin oder Veganer oder Vegetarier, ich kann in keinen Laden gehen, in dem früher Tiere gestorben sind? Gab es das schon mal? Gab's. Also es gibt tatsächlich eine Band aus Australien, Hard Ons, und der Gitarrist ist unglaublich, also ist ein wahnsinniger Veganer in der zweiten oder dritten Generation, ich weiß nicht. Bei dem war das
immer ein bisschen ein Problem. Er hat nachher gespielt, er konnte aber irgendwie nicht in unseren Räumlichkeiten essen. Okay. Er musste irgendwo anders hin. Es war immer ein Problem, aber er konnte dann doch irgendwie spielen. Aber es gibt es selten, aber es gibt es schon. Plüschi aus der alten Hackerei in der Martin-Wacker-Show. Nächste Stunde berichten wir über ungewöhnliche Formate, denn in seinem Laden werden Platten zerstört. Warum, wird er uns gleich erzählen. Bitte dranbleiben. Bei mir zu Gast aus dem Kreativpark Alter Schlachthof aus der alten Hackerei, Christian Wunschow-Plüschi. Wir haben es gerade gehört, eine spannende Entstehungsgeschichte, aber so ein Laden braucht natürlich auch originelle Inhalte, um zum Kult zu werden. Ich erinnere mich an Abende, an denen Platten zerstört wurden. Bericht uns mal von diesem Format, finde ich genial. Der Top- oder Flop-Abend. Genau. Mhm. Ja, das Format gibt es eigentlich auch seit 15 Jahren. Mhm. Ja, ist entstanden. Tatsächlich hat uns jemand erzählt in Hamburg von einem ähnlichen Abend, von ähnliches Format und sagt, ja, mach doch mal sowas. Dann habe ich damals den Vani angesprochen vom Studio 1 Recordshop, was uns da überlegen könnten, und den Tex Dixiges, der ja das wandelnde Lexikon für Vinyl ist in Karlsruhe. Mhm. Und ja, dann haben wir dieses Format, hat sich dann irgendwann entwickelt, und die Jungs haben sich dann auch super Sachen überlegt und haben sich dann verschiedene Zerstörungselemente. Aber nur mal von Anfang an, man bringt eine Platte, es wird eine Platte gezeigt, und dann heißt es, ihr könnt die ersteigern oder ich zerstöre sie. Genau, du bringst, also das Format funktioniert so, jeder kann seine Platten mitbringen, die er zu Hause nicht mehr möchte oder und verkaufen möchte oder versteigern, und dann wird sie an den DJ gegeben, und der DJ gibt ihm dann den Tex Dixiges, der der Conferencier ist, und er weiß eigentlich zu jeder Platte genau, was zu sagen, welche Auflage, was weiß ich, und versteigert dann die Platte. Und die Platten werden dann teilweise zu auch echt guten Preisen versteigert, und das Geld geht dann wieder direkt an den Besitzer zurück. Und eine Platte, die nicht ersteigert wird, wird dann zeremoniell zerstört. Also die werden dann gesammelt im Laufe des Abends, und dann gibt es eine zeremonielle Zerstörung von den Zerstörern. Das ist der Orgelkrüger, es ist der Bingo Bongo, das Rattengesicht, und die gehen dann auf die Bühne und im Tanz und sonst was mit verschiedenen, es gibt so eine Plattenguillotine, es gibt ein Heizgerät, wo das Vinyl erwärmt wird und auseinandergezogen wird, und so wird dann das Vinyl rituell zerstört. Sensationelles Format, war es dir um eine Platte mal schade? Ehrlich gesagt, nein. Es waren immer schlechte Platten, okay. Ich würde sagen, nee. Okay, Top oder Flop, Kultformat in der alten Hackerei. Gleich gibt es bei uns nicht Top oder Flop, sondern entweder oder. Dranbleiben. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag. Nicht Top oder Flop, wie in der alten Hackerei. Entweder oder heißt es bei mir mit Plüschi. Du darfst eine Frage ziehen und musst dich dann für eine Antwort entscheiden. Bitteschön. Okay. Ich lese dir dann vor. Wie losziehen. Ja, wir losziehen. Mal gucken. Okay, mal das hier. So, lieber Plüschi, nur noch Traumschiff gucken oder nur noch der Bergdoktor, oh Gott. Schwierige Entscheidung. In dem Fall würde ich das Traumschiff nehmen. Das hat dann eher Kultfaktor. Ja, das kann man über vieles hinweg gucken. Aber im Zweifel würdest du eher beide Videokassetten zerstören bei Top oder Flop. Wahrscheinlich würden sie rituell zerstört werden, ja. Wusste ich's doch. Nächste Frage für dich, bitte. So, nie wieder Musik hören oder immer nur einen einzigen gleichen Song? In dem Fall nie wieder. Nie wieder, weil das wird auf den Wecker gehen. Es gibt nicht den einen Song, den du... Ja, vor allem hast du plötzlich Phil Collins, also das für mich wäre das Schlimmste, was ich mir... Okay, sagen wir mal, du darfst dir den... Blüschi, du darfst dir den einen Song aussuchen. Ja, finde ich doch. Ist auch nichts, gell? Ja, dann lieber. Ja, da müsste man wahrscheinlich sowas, einen wahnsinnigen Jazz- oder Metal-Song, der zig Parts hat, die man sich nicht merken kann. Dann wäre das vielleicht wieder okay. 24 Minuten riemen, dann würde das funktionieren. Okay, danke, Plüschi. Schöne Frage für dich. Hast du gut gezogen. Das war entweder oder. Und gleich sprechen wir über die Musik, die man in der alten Hackerei hört. Denn diese Sendung hat eine große Bandbreite. Manchmal kommt ein Schlagerkomponist und manchmal ein Punkmusiker. Heute ist der Punkmusiker da. Es ist Sonntag. Ein prominenter Gast aus der Region ist heute bei mir.
Plüschi von der alten Hackerei im Kreativpark Alter Schlachthof in Karlsruhe. Sprechen wir über die Musik, die bei dir zu hören ist. Wir haben es gerade überhaupt von zerstörten Schallplatten. Punkplatten werden wahrscheinlich seltener zerstört, denn das ist deine Musik. Das ist der Musikstil, der da zu hören ist. Ist es nicht nur, aber okay. Also es ist meine Musik, ist ganz klar, Punk, ja, quasi. Aber wir sind jetzt nicht so eng gefächert. Mhm. Also das wird nicht gehen. So kann man es dann laden. Aber es muss Rock'n'Roll sein, sonst macht es keinen Sinn. Am besten muss es energetische Musik sein, würde ich sagen. Viel mit Energie. Es kann aber auch durchaus Soul sein. Ich habe demnächst Nikki Hill aus New Orleans. Die macht sehr soulige Sachen, aber es hat viel mit Energie zu tun. Also Energie heißt Initialzündung. Wann kam bei dir die Initialzündung, als wahrscheinlich auch irgendwann mal braver Gymnasiast zu sagen, Punk ist es? Kannst du genau sagen. Mit 12 Jahren Schuldisco, Satisfaction, da hat sich das erste Mal die Welt gedreht. Und dann mit 15 kam Sex Pistols und dann war alles anders. Dann war alles ganz anders. Dann hat die ganze Welt nochmal gedreht. Ja. Und dann wolltest du auch selbst Musik machen. War das auch die Initialzündung, um selbst ans Mikrofon, ans Schlagzeug, auf die Bühne zu gehen? Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Also meine Eltern haben, wenn, dann klassische Musik ganz gehört. Ganz klassisch, ja? Kann man sich gar genau, nicht vorstellen. Und unter uns hat eine Klavierlehrerin gewohnt. Es war nicht sehr erfolgreich. Und ab dem ich habe dann mit 12 selber angefangen, Rockmusik zu hören. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich Schlagzeug spielen. Mhm. Aber Schlagzeug war kein Instrument für meinen Vater. Das konnte man nicht spielen. Mhm. Ich habe dann mir einen E-Bass bei einem Mitschüler gekauft. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, wenn du E-Bass spielen willst, dann lern doch Kontrabass. Dann habe ich nochmal Kontrabass gelernt. Das war auch nicht sehr erfolgreich, weil ich wollte ja E-Bass spielen. Und eigentlich wollte ich aber immer Schlagzeug spielen. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich relativ spät damit angefangen, habe mit 19 angefangen, Schlagzeug zu spielen, als ich dann irgendwann selber, mit 20, ich dann selber das machen konnte, weil das kam für meine Eltern nicht in Frage. Und dann bin ich sowieso nach Langeoog auf die Schule gegangen worden. Gegangen. Ins Internat. Ins Internat, genau. Ja. Und da war dann eher auch ein bisschen alles anders. Aber ich habe dann angefangen, irgendwann Musik zu machen. Ja. Und wer trommelt und wer beim Punk trommelt, der hat eh die Erleuchtung als Schlagzeuger. Gleich mehr mit Plüschi in der Martin-Wacker-Show. Endlich bin ich in der Sendung mal beim Punk angekommen und das noch mit dem Schlagzeuger. Der Schlagzeuger beim Punk ist doch der König, ne, oder? Ist auf jeden Fall wichtig. Er ist wichtig. Er ist wichtig und es ist nicht so anspruchslos, wie man denken würde. Mhm. Also es ist, ich bin Autodidakt zum Großteil. Ich hab auch noch immer wieder ein bisschen Unterricht gehabt und hätte auch wieder gern oder habe zwischendurch wieder genommen, aber ich schaff's zeitlich gerade nicht. Aber es ist eine super physische Angelegenheit und hat auch viel mit Energie zu tun. Ist dieses Selbstmusikmachen neben dem Kneipenjob, dem Musikclub, ein Stück weit auch dein Sport? Würde der ganze Stress nicht funktionieren, ohne selbst mal... Das ist das Wichtigste für mich. Also selber Musik machen ist das Wichtigste neben der Kneipe her. Also das ist mehr wie ein Hobby. Das ist, also es gehört auch zur Identität. Und eine Band zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also der Mann macht selbst Musik, war auch viel unterwegs, hat viele Touren begleitet und hat eine Episode im Leben, da will ich nächste Stunde drauf eingehen, vom Punk zum Nationalzirkus. Da ist es wirklich eine ganz, ganz kleine oder eine große Strecke, wie der chinesische Nationalzirkus mit Plüschi zusammenhängt. Oh. Das hören wir nächste Stunde. Es ist Sonntag und jetzt gibt's die Punk-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Und die geht nur mit Plüschi. Okay, ich habe mich entschieden, tatsächlich mit dir den Buchstaben P zu spielen. Okay. Wenn du was nicht weißt, weitersagen. Du hast nur 30 Sekunden Zeit. Bei 5 Richtigen gibt es diese schwarze, deine Lieblingsfarbe, exklusive neue Welle-Tasse. Du bist bereit? Ja. Wir legen los mit der Stadt. Prag. Ein Land. Polen. Ein Tier. Papagei. Ein Musikstil. Punk. Ich kann nicht leben ohne. Pogo. In der Küche. Papier. Ein Beruf. Priester. Was ist typisch deutsch mit P?
Deutsch mit P, P, P. Was Pilze. Pilze, sehr gut. Eine Farbe? Bei der Farbe machen wir Stopp. Aber es waren 8 richtige. Vorher hast du gesagt, das kann ich nicht. Ja, sensationell. Das liegt vielleicht am P. Mit dem schönen Buchstaben. War alles gut. In der Küche Papier gibt es natürlich zum Einpacken. Ja, ist alles richtig. Backpapier. Ja, Pergamentpapier. Typisch deutsch, war auch schön. Bei der Farbe rätseln wir wieder mal miteinander. Das ist oft so eine kleine... Mir fällt eine ein und vielleicht Ihnen zu Hause auch und Plüschi vielleicht auch. Verraten wir jetzt nicht. Farbe mit P, gleich mehr. Die Tasse ist gewonnen für Plüschi und die Farbe... Also purpur. Purpur. Auch ein schönes Wort. Ja, Purpur ist super. Purpur. Ja, du hast gerade gesagt, P, Punk. Ich kann nicht leben ohne Punk, wäre auch natürlich bei dir richtig gewesen und ein toller Musikstil. Aber wie groß ist denn die Toleranz? Ich habe kürzlich jemanden bei mir gehabt, der kümmert sich nur um Schlager und sagt, ich mag aber auch die Stones. Gibt es bei dir so eine Toleranzgrenze, wo du sagst, nee, das ist für mich musikalisch schwierig als Punk-Experte? Naja, es gibt, sagen wir mal, ich finde jetzt Hip-Hop und Rap, das sind ist die Musik der Jugend und der jungen Leute. Und das ist auch das, was die abholt, was ich total, mich selber holt es jetzt nicht so ab. Ne? Also ist jetzt nicht so meine Musik. Also ich finde es so Oldschool, Hip-Hop, zu unseren Zeiten gab es Grandmaster Flash, das finde ich total cool. And the Furious Five. Ja, finde ich super, finde ich total cool. Ich finde jetzt dieses Neue, also ich meine Gangster-Rap, brauche ich gar nicht drüber reden und so. Und Trap und so finde ich schwierig, ist jetzt für mich zum Hören. Aber finde ich total in Ordnung, wenn das junge Leute hören. Gar kein Thema. Schlager tue ich mich auch schwer im Grund. Ich mag gern eben, wie gesagt, energetische Geschichten und ich mag gern 60-Soul-Nummern. Ich mag tatsächlich auch so Funk-Geschichten total gern. Also so 70er Jahre New York-Funk-Sachen. Ich mag ein Teil Metal, nicht alles, was Metal ist. Ich stehe auf bestimmte Underground-Indie-Geschichten. Aber letztendlich geht es mir viel um Energie auch. Und, breit gefächerter Musikbegriff. Das gefällt mir sehr gut, denn Musik in Karlsruhe braucht eine Chance, vor allem auch Musik von Bands gemacht. Und der Raum wird immer enger. Auch da ist Plüschi ein guter Gesprächspartner. Und da wollen wir unbedingt diese Stunde noch drüber sprechen. Gleich mehr dazu. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag. Christian Bunschuh alias Plüschi ist bei mir Altakerei. Eine tolle Szene dort, toller Club. Und er ist auch Musiker. Und als Musiker waren es zwei harte Jahre. Darüber wollen wir jetzt nicht schon wieder sprechen. Wir wollen aber darüber sprechen, dass neben Corona auch die freie Szene immer weniger Räume hat. Denn die Musik, die du beschrieben hast, entsteht im Untergrund, in freien Räumen, in alten Garagen. Da haben wir ein Problem. Ja, es ist in Karlsruhe eng. Es wird eng oder es ist auch eng mit Proberäumen. Das ist ein großes Problem. Und dann hat sich ja eben da vor anderthalb Jahren oder was herausgestellt, dass fast oder ein Großteil der Proberäume in privater Hand liegen. Und diese private Hand mehr oder weniger früher oder später gedenkt, die Gebäude neu zu gestalten und zu sanieren. Und dadurch würde man viele Proberäume verlieren. Das ist natürlich ganz schwer für so eine Musikszene. Es ist ganz schwer, solche Räume überhaupt noch zu finden in Städten. Ne? Und in Karlsruhe ist es unglaublich schwer auch im Moment, die bezahlbar auch sind. Weil es ist ja, die meisten Musiker, die in diesen Räumen proben, verdienen kein Geld damit. Absolut. Sondern das ist quasi eine Hobbygeschichte oft und die muss irgendwo auch bezahlbar bleiben. Auch wenn die Bands tatsächlich auch überregional touren, was doch recht viele Bands hier auch aus Karlsruhe machen, die überregional touren und auch die Marke Karlsruhe nach außen tragen oder die Stadt und auch bekannt machen in ihren Szenen, muss man, für diese Leute auch Raum schaffen. Gibt es da einen nächsten Schritt? Gibt es da gibt's Zeichen? Gab jetzt einen ersten Schritt mit dem neuen Gebäude, was das P8 da in der Schauenburgstraße macht. Wurden für 15 Proberäume erschlossen, Ateliers. Es
soll Gespräche geben zwischen der Stadt und wir haben ja, es gibt so eine IG-Musikerin, die sich gegründet hatte über den ganzen Proberaum-Misere und man versucht da schon Gespräche auch mit der Stadt zu führen und es gibt da noch ein Gelände, dieses Rotag-Areal im Westen der Stadt, ja, genau, ja. Wo wir solche Möglichkeiten sehen, das muss jetzt in den nächsten Jahren entschieden werden. Mhm. Und letztendlich gibt es aber auch jetzt über das Substation Kooperationen, wo man versucht, Leerstände zu finden oder auch private Leute, die leerstehende Räumlichkeiten haben, anzusprechen, ob sie sich solche Vermietungen vorstellen könnten für Proberaumgeschichten. Also so, auch ein Appell an jeden, wer Raum hat für Musik. Kultur braucht Raum und vor allem brauchen wir auch freie Kultur. Gleich mehr mit Christian Buntschuh hier in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag mit einer Ikone der Karlsruher Musikszene, Plüschi, Christian Buntschuh. Wir sind fast schon wieder am Ende, aber ich muss noch eine Geschichte aufklären. Ich habe irgendwo gefunden, du warst mit dem chinesischen Nationalzirkus auf Tournee. Mhm. Wann war das und vor allem wie war das? Wann das war, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Also ich würde sagen, es war so 98 rum. In den 90ern, so ja, steht es da. Ja, 98 muss es gewesen sein. Es war ein Winterzirkus. Mhm. Das heißt, es war Januar, Februar, März. Mhm. Ich bin LKW gefahren für eigentlich WBA, aber dann habe ich den LKW gefahren für dieses Sternzelt. Das war die Produktionsfirma aus Freiburg damals. Und da hieß es 3 Monate Tour mit dem chinesischen Nationalzirkus. Wie war es mit den Chinesen? Es war sehr abgefahren. Also ehrlich gesagt, mit den Chinesen hatte man nicht viel zu tun, weil das waren 80 Akrobaten und eine Band. Das war schon, also von der Vorstellung her war es total geil. Mhm. Super. Mhm. Aber mit denen hatte man nicht viel zu tun. Die hatten ihre Aufpasser. Die waren aber man hatte was mit diesem ganzen, also das war zum einen mal Zirkusleute, also der Zeltbauer kam eigentlich, war früher Bernd Umtür im Althof Zeltbauer und das war richtige Zirkus-Flair und ich fand es einen tollen Job. Mega. Es hat tierisch Spaß gemacht und es war völlig abgefahren und es war so, ja, ich weiß nicht, was so. Zirkus hat was ganz Spezielles. Zirkusflair, das passt doch. Du bist ja ein bisschen auch der Dompteur und der Zirkusdirektor in der alten Hackerei. Nimm mich mal mit so die nächsten Jahre an einen Abend, wo du sagst, da spielt jetzt die Band in deinem Laden und du stehst hinter der Theke und bist so glücklich wie nie zuvor. Ich glaube, da gibt es dieses Jahr noch einige Konzerte, weil erstmal geht es wieder los. Das reicht dann schon als ganz Glück. Ja, Konzerte, ne? Ja. Im Club. Mhm. Und ich glaube, also eine Supernummer wird Nikki Hill aus New Orleans. Dann haben wir das Jahresfest, 15 Jahre alte Hackerei am 6. 7. Mai. Da spielen lauter befreundete Bands, die uns die letzten Jahre begleiten. Und dann kommen richtig, dieses Jahr ist auch ein super Booking. Also Booking, ja, es kommen richtig. Wollen alle wieder raus, ne? Sie wollen alle raus und irgendwie haben auch alle Lust und wir haben die Hackerei auch nicht vergessen und haben wieder Lust, da zu spielen. Also dann freue ich mich auf den 6. 7. Mai, da komme ich auch gerne vorbei. Plüschi, alles Gute, grüß das Team. Ja. Und es hat viel Spaß gemacht. Ja, gut. Also von einem Karlsruher Original zu einem anderen Karlsruher Original, das ist nämlich nächste Woche bei mir. Da kommt der Goldheinz. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie goldig diese Sendung wird. Heute hat es viel Spaß gemacht. Ihnen noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.